So, diese Sendung wird aufgezeichnet. Nur mal so als Hinweis, ne? Schön benehmen hier. Ja, der Vogel hat sich verändert. Der Vogel hat einen Ausflug, wie man das so schön nennt. Das kommt davon, wenn man sich auf so eine Technik wie Windows verlässt. Ich weiß, der eine oder andere wird jetzt sagen, selbst dran schuld, kauf dir doch einen Mac. Wenn sich dann plötzlich und unbeobachtet von ganz alleine auf einmal Windows 10 installiert und dann sitzt man da wie Max in der Sonne. Die Jungs sind ja inzwischen so clever, dass sie da auf einmal schreiben, irgendwie Windows 10 wird in 4 Stunden automatisch installiert. Wenn Sie es nicht wollen, abbrechen. Wenn das Scheißding das natürlich nachts um 12 schreibt, dann drücke ich nicht zwischen 12 und 4 auf abbrechen. Da hat nämlich der Papa manchmal auch die Äuglein zu, ne? Das ist noch ein neuer Mitarbeiter. Genauso sieht das aus. So, den Blog habt ihr ja heute Morgen wahrscheinlich gelesen. Wir werden uns mal heute Morgen neu sortieren, sortieren müssen. Weil das, was sich da gestern oder vorgestern so im Kopf festgesetzt hat, war nicht gut und tat weh und ich werde den Tag heute und morgen nutzen, mich neu zu sortieren. Und das werden wir heute Morgen einfach mal gemeinsam machen. Ich werde mir jetzt einfach mal eine halbe Stunde Zeit, ne, nehmen und werde mal einfach durch die Charts pflügen und mir die einfach mal von der Pike auf neu angucken. Vielleicht kommen wir trotzdem zu dem gleichen Ergebnis wie die letzten Tage, aber so ein Ding wie die Marke 9750 im DAX, dass die einfach so schon genommen und durchschlagen wird, kann einen schon mal weit zurückwerfen, wenn man der Meinung ist, das Ding muss jetzt drehen oder wenn man sich immer darauf verlässt, dass genau an dieser Marke was passieren muss. Und wenn dann nichts passiert, dann meint man, es muss doch was passieren. Also, back to basic. Und nicht immer so kompliziert, sondern retour zur Basis. Richtig. Die Peter schreibt gerade im Euro ist noch nichts entschieden, er hat ein neues Tief gemacht. Hat kein neues Tief gemacht, aber ein neues Hoch. Es ist erstaunlich, wie viel Zug da nach unten ist. Es ist im DAX genau umgedreht. Er hat oder ähnlich, er hat ein neues Hoch gemacht, aber kein neues Tief. Die laufen sehr parallel und da ist eher erstaunlich, was da für ein Zug nach oben ist. Wir fangen aber mal mit dem Euro an. Ich zeichne das auch mal auf, weil ich muss mir das auch selber noch mal angucken in aller Ruhe. Der Tag gestern hat dieses Tief markiert bei 1,1345. Den Kanal nehme ich jetzt mal raus. Man muss sich manchmal die Birne freipusten und bei 0 wieder anfangen. Wir bewegen uns genau hier in diesem Range-Bereich.
und der eigentlich die Unterkante sehr eng gestrickt ist. Wenn Fragen dazu sind, könnt ihr die ja reinschreiben. Ich werde die nachher sortieren, wenn nachher darauf eingehen. Ich denke jetzt einfach mal laut. Okay? Wenn es für euch okay ist. Wenn ihr jetzt lieber drauf erpicht seid, so jetzt muss Euro pro und jetzt muss unbedingt gehandelt werden, dann könnt ihr mir das jetzt gerne sagen. Ansonsten denke ich einfach nur mal laut und versuche mal meine Gedanken einfach mal hier zum Besten zu geben. Werden, ja, hätte und wenn, ne? Das sind zwei Worte, die man mag. Hätte und wenn, hätte der Hund nicht geschissen, hätte einen Hasen gehabt, hätte der Hase gewusst, dass der Hund scheißen muss, wäre nicht so schnell gelaufen. Hatten uns gestern, oder ich jedenfalls, hatten uns gestern auf das Long-Szenario eingeschossen, was auch noch nicht ganz vom Tisch ist. Wenn wir uns diese nochmal angucken, bewegen wir uns immer noch sauber nach oben. So, daraus bauen wir sogar mal einen Kanal. Ach nee. Und jetzt sehen wir zum Beispiel, dass man so eine Chance, die wir da gestern hatten, er hat die Oberkante fast auf den Punkt erwischt. Ich war gestern nicht ganz bei der Sache. Er hat die Oberkante fast auf den Punkt genau erwischt. Wenn man sich sauber vorbereitet und wenn man sauber im Chart arbeitet, dann gehören genau so eine Kanäle da drauf. Ich habe es gestern nicht getan. Hier gehört so ein Kanal drauf. Und wir sehen, wie er jedes Mal an dieser Kante gescheitert ist. Hier haben wir das tiefste Tief und genau da gehört die Unterkante hin. Und dann sehen wir, was er gestern gemacht hat. Er ist gestern mit einem Spike hier hochgelaufen, hat an der Oberkante genau darunter die Limits geholt. Wir haben den Kanal bei 67 und das Hoch bei 64. Bei 64,5, der hat genau das Brettbreite unter der Kanaloberkante da oben gedreht. Direkt. Hat uns sogar im Stundenchart eine saubere Umkehrkerze geliefert. Wenn man sich dann so einen Kanal einzeichnet, muss man wissen, hier Limits, keine Stops. Hier das Hoch rausgenommen. Das hier, wie nennt man sowas? Ein bisschen dürft ihr mitdenken, wenn ihr Lust habt. Ansonsten kaue ich das Frühstück auch gerne vor. Die ganze Geschichte ist ein Shooting Star oder ein Evening Star, genauso sieht das aus. Das hier ist eine klassische Bullenfalle. Alles hat fest daran geglaubt und hat fest darauf gelauert, so wir ja auch, dass es hier oben rausgeht. Prognose gestern, über 1,1450 geht es long. Das Ding geht bis zu 1,1465, 15 Punkte oben raus. Alle Bullen in den Markt geholt, um direkt umzudrehen. Das hier, ein Klassiker. Und dann latscht das Ding direkt durch bis an die Unterkante. Wenn man dieses Tief hier mitnimmt, exakt
So, jetzt sind wir exakt an diesem Tief. Ja, Peter, mache ich gleich. Und dann sehen wir auch hier wieder die Limits geholt. Kein Ausbruch aus dem Kanal, auch hier wieder die Limits geholt. Bewegung vom 6. zum 7.4. Peter, du meinst wahrscheinlich die hier, oder? Von dem Tief zu dem hoch. Dahin. Ja, genau. Jo. Rein, Korrektur, sehr weit gelaufen. Das kann man, okay, das hätte man auch einfacher haben können. Eins. Zwei, drei. So, nur mal um zu sehen, welche Macken man übersehen kann. Wenn man diesen Kanal eingezeichnet hätte, hätte das genau super funktioniert. Solange er sich in diesem Kanal bewegt, sollte man vielleicht, so wie Peter vorhin geschrieben hat, auf den Kanalhandel umsteigen. Das kann man sich überlegen. Jetzt kann er hier runterlaufen bis in diesen Bereich nochmal 1.1347, 1.1350, ist ja nicht mehr weit und dort könnte oder sollte er eventuell eine Umkehr bilden, um wieder nach oben durchzustarten. Wer den Kanal nach unten bricht, dann haben wir, ups, das ist auch keine klassische bullische Flagge. Guckt euch mal an, wie der vorher gelaufen ist. Bewegung, schöne Flagge. Bewegung, schöne Flagge. Nur ein bisschen länger. Aber es ist auch die dritte Bewegung gewesen. So, und wenn das jetzt, wenn wir das jetzt zu der gesamten Bewegung ziehen, dann haben wir auf jeden Fall Luft bis zu 1,1266. Die Nummer, dieses Hoch hier bestätigt er jetzt mit der Unterkante. Das heißt, wir haben heute, müssen damit rechnen, dass er vielleicht hier nochmal einen Spike bis an die 43 macht. Ab der 43 kann man versuchen, sich long zu orientieren, wenn man auf die Umkehr wartet. Das ist exakt dieses Hoch. Und der Fall bis dahin dürfte auch passieren. Wenn er dann umkehrt, müssen wir aufpassen, solange er in diesem Kanal ist. Wenn er diesen Kanal
nach oben auflösen will oder nach oben auflösen sollte. Nehmen wir uns mal die Marken. Wir haben die 1.13.42 und das, genau, 1.13.42, 1.13.43. Dirk B. aus dem letzten Seminar, du hast gestern im Forum, sag ich schon, im Blog eine Frage gestellt, genau diese 61.8 hat Peter gemeint. Ich schreibe ihm das sonst nochmal da rein, dann kann sich das ja in der Aufzeichnung angucken. Wenn er diesen Kanal jetzt nach oben verlassen will, wird er in der Regel den Spike hier nach unten machen, Richtung 1.13.43, 1.13.42, um dann nach oben abzudrehen. Der Kanal wird in der Regel mit einem Spike, mit einem Fake nach unten verlassen. Beendet. Hier ein Spike nach unten, dadurch, um dann nach oben zu gehen, was auch noch lange nicht heißt, dass er hier oben rausgeht. Wenn er allerdings ein Fake hier unten raus, Fake hier unten rausspiked, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er nach oben durchflitzt. Und bloß dann müssen wir auch hier oben wieder an der Oberkante aufpassen. Erst wenn er nachhaltig im Stundenchart den Kanal nach oben verlassen hat, haben wir eine Chance, dass er wirklich Richtung 1.17 marschiert. Jetzt nehmen wir mal den dazu. Und der sieht nämlich erstmal miserabel aus. Stundenkerze mit Schlusskurs, immer. Immer mit Stundenschluss. Guckt euch mal den Tageschart an. Demnach haben wir nur die Chance, uns irgendwo nach Zielbereichen oder so zu richten. Ein Schluck warmer Kaffee wäre lieb. Die sind an solchen Tagen, wir bewegen uns da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, seit 11 Tagen in keiner Bewegung, seit 11 Tagen turnen wir hier rum. Da können wir lange probieren, was wir wollen. Wir werden uns hier immer wieder mal eine blutige Nase holen. Und wundern uns dann, warum. Warum zum Beispiel Euro Pro dann nicht sauber läuft. So, wenn wir uns das hier jetzt mal angucken, die Korrektur erstmal nur hier drüber eingeleitet wurde, dann haben wir sogar Luft bis an den Bereich 12. Als 12,70. So, und jetzt gucken wir mal, wir haben gesagt, wir nehmen das hoch, dieses hier, was ja auch der 61,8, also 38,2 bespricht bei 1.13.42. So, und 1.13.42 haben wir noch ein bisschen Luftbärbel. Dagmar, deine Aussage, da kann ich vorhin nicht ganz. Ach, die 161, ja. Das heißt, bis zur 42 haben wir Luft.
Das wäre die 25 Dagmar. Also den Bereich, wir haben die gesagt, die 1.1342. Ich halte die Füße still, bis er hier runter ist und die 1.1345, was dem Tief von gestern entspricht, dem Zielbereich hier unten entspricht, wenn er dieses Tief mit Musik rausnimmt, mit einem Spike runter bis an die 42, von mir sogar bis an die 40 hier, ganz kurz hier runter spiked und dann umkehrt und wieder nach oben guckt, dann kann man genau hier versuchen, so eine Umkehr schon mal zu starten. Weil wir da unten, wie immer, das, was wir ja eigentlich wollen, das kleinste Risiko haben. So, 11:10 Uhr, Shortsignal im Alarm. Bis 16 Uhr knapp 100 Punkte. Was spricht gegen diesen Handel? Hintergrund war auch in der ganzen Zeit rot. Kein Forex Pro. 11:10 Uhr, Sigi, gestern. Elf Uhr zehn. Spricht gar nichts dagegen. Alles da. Nach Regelwerk sogar eine schöne Geschichte nach dem Fehlausbruch, nach dem Fake nach oben. Es spricht nach Regelwerk, also nach Europro-Regelwerk, überhaupt nichts dagegen, zumal die sogar mit Alarm unterstrichen wurden. Ganz sauberer Trendwechsel. Wir gucken uns das gleich mal in 5 Minuten an, ob wir da den Trendwechsel schon vollzogen haben. Und dann spricht erstmal nichts dagegen, auf jeden Fall bis an diesen Zielbereich. Dann gucken wir uns den Zielbereich mal an. Und wir wissen, wenn der bricht, geht es in der Regel an den gegenüberliegenden. Zack. Tok, 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 rein. Alarmsignal, Korrektur, Wolke und da das Ziel. Saubere Nummer, kann nicht so viel schief gehen. Schönes Fehlsignal, hier kriegt man richtig schön einen an den Backen. Zielbereich nach unten, durchschlagen, Rücklauf bestätigt, ab. Der nächste fehlt. Rücklauf, Zielbereich, Zielbereich, Korrektur, Zielbereich. So, und wenn wir uns das jetzt heute früh angucken, haben wir keinen Handel zu befürchten? Im Moment jedenfalls nicht. Und demnach halten wir die Füße still. So, jetzt kümmern wir mal uns mal um Sorgenkind. Jo, Nachrichten heute Nachmittag, die gucken wir uns heute Nachmittag an. Jetzt haben wir nicht viel zu befürchten. Nummer 1. Nummer 2.
Und dann müssen wir gucken, was am besten passt. Ah. Da haben wir doch schon was. So, jetzt wissen wir auch, wohin darf. Jetzt wissen wir auch, wo unten Schluss ist. Hier haben wir ein Gap. Und im Future, wenn der Future nachher kommt, haben wir sogar ein Gap von 100 Punkten, was gerissen wurde. Das heißt, er könnte sogar bis hier in diesem Bereich zurücklaufen. Die 9,9, die er jetzt hier oben erreicht hat, die sollte aber erstmal eine Grenze darstellen. Helmer, schick mir bitte mal ein Screenshot, wenn du da viel mehr drin hast. Okay. Hier spielt allerdings der hier eine Rolle. Und demnach hätte hier gestern glatt an der 8 Schluss sein sollen. Genau diese Nummer, die er gestern gemacht hat, gestern Abend, Punktlandung genau an der letzten Linie. Ich nehme hier mal alle raus. Weil jetzt besteht die Gefahr, dass wir... Ja, an solchen Tagen muss man eben mal bei Null wieder anfangen. Der ist ja nun mal hin. Das hier hätte ich noch als klassischen Fehlausbruch gewertet. Aber die Bestätigung fehlt auch noch. So. Das hier hätten wir nicht kaputt machen dürfen. Dieser Bereich hier, wir sehen es. Überall, nur diese langen Lunden, diese Dochte, überall, zack, 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 dieser Bereich hätte halten sollen oder halten müssen. Das geht jetzt nur, wenn er bis 9 Uhr wieder die 40 Punkte oder 30 Punkte zurückfallen sollte, unter die 9,850. Dann hat er sauber hier oben alles abgeräumt und wir haben noch eine faire Chance. Wenn er nicht wieder unter die 9,850 fällt, war es das mit dem Short-Szenario. Und wir werden wohl eher uns wieder long orientieren. Wenn ich die Kerzen allerdings sehe, bin ich mir da etwas unsicher. Deswegen auch hier ufpass.de. Wir können jetzt beide Szenarien mal einzeichnen. Ich will euch jetzt nicht mit zu viel Linien hier verwirren, sondern wir machen einmal das ganz grobe, lange Long-Szenario. Ich gehe die Fragen gleich ein, auf die Fragen gleich ein. Da haben wir Long. Und das hier wäre das Short-Szenario, wenn es denn so bleiben sollte. So, ausschlaggebend 9,850.
So, das müssen wir uns jetzt angucken. Noch den Juni. So, wir müssen mal gucken. Wo habe ich ihn jetzt? Was da manche Dinge für eine Wirkung haben. Schieben wir das ganze Ding mal zusammen und dann sehen wir, wo wir landen dürfen. Dann sind wir fast an der 11. Er baut Druck auf der Junge hier. So, dann behält man das auch drinne. So, wer? Ups, da tut sich schon was. Und der Junge hat einen Gap gerissen von 9,820 bis 9,880. Er hat einen 60 Punkte Gap gerissen. So, und wenn wir uns den jetzt mal angucken im gestrigen Tag, wir müssen nur den gestrigen Tag mal anschauen. So, da haben wir den 12. Ups. Müssen ja immer mal gucken. Ja, der Future ist ja immer das Zünglein an der Waage, ne? Das war nicht sauber. Mann. So. Da haben wir die Hochs, da haben wir das erste markante Tief. Fehlausbruch nach oben, Fehlausbruch nach unten, Ausbruch nach oben und hier die Bestätigung. Die hätte man gestern sehen müssen. Habe ich nicht. Diese Fake gestern Nachmittag hier runter waren Klassiker, genau auf die Kante. Habe ich übersehen. Und danach war auch klar, wo er hingehen kann. Nämlich genau da, wo wir jetzt sind. Und darüber hätten wir sogar Luft bis zur 10,1. An die 9,9 hätte gestern noch kein Schwein geglaubt, dass er die direkt holt. So, jetzt müssen wir hier 9 Uhr abwarten und gucken, was und ob sich hier was tut.
Aufpass für die, die hier unterwegs sind, egal in welche Richtung, dieses Gap Close hier ist das Zünglein an der Waage. Das gleiche Spiel hatten wir doch diese Woche schon mal. Ich muss es nur wiederfinden. Okay, das Szenario, was ich hier übersehen habe, verständlich? Ja, ne? Den lagern wir mal aus. Zielbereich angelaufen. Zielbereich angelaufen. Rücklauf. Long-Signal da. 5 Minuten. Trendbruch. Da. Wenn er jetzt eine Korrektur macht, haben wir eine faire Chance, dass wir dort reinkommen. So. Jetzt werde ich mal schauen, dass ich noch ein paar Fragen beantworte und den Rest werden wir uns heute Nachmittag dann anschauen. Dann werden wir an heute früh anknüpfen. Hat das was bedeuten, dass er zweimal hintereinander unten an die Kante ist, ohne dazwischen an die Oberkante zu gehen? Ja, was soll das zu bedeuten haben? So viel hat es nicht zu bedeuten, außer dass da einmal Stops und einmal Limits abgearbeitet werden. Das darf er sogar, das sollte er sogar. Je nachdem, welcher Reihenfolge, kann man daraus auch lesen, wer da überwiegt. Bei 9,57 liegt der 200 mehrfach von unten an, glaube ich. Ich denke, der läuft bis dahin zurück. Ja, das sollte er auch. Der sollte auf jeden Fall die 9,57 unten bestätigen, von oben bestätigen, bevor er weiter Gas gibt. Das ist richtig. Kurzes Feedback. Webinare wie heute sind richtig gut, da man dir beim Analysieren zugucken kann und da kann man viel lernen. Okay. Danke für die Blumen. Dafür machen wir das ja. Guten Morgen, wie heißt das Programm, das du nutzt, um Kommentare auf gemachte Screenshots zu schreiben? Das ist Snagit, schimpft sich das. Das ist dieses Programm. Da kann man sich nämlich diesen Capture hier auf eine Taste legen. Die liegt bei mir auf der Drucktaste. Das heißt, in dem Moment, wo ich auf Druck gehe, zieht er mir genau dieses Ding. Dann kann ich hier einen kompletten Screenshot. Der nimmt sogar die Bilder von ganz alleine hier. Und dann bietet er mir das so an. So, und dann kann ich hier genau drin arbeiten und kann sagen, okay, da darf er hin. Und von da aus sollte er eventuell nach oben gehen. Snagit. Heißt das ganze Ding. Welchen Future nimmst du? Ich glaube, das habe ich beantwortet. So, bin long. 130 Punkte vorn. Super, Dirk, Glückwunsch. Super erklärt, so kann ich was lernen. Das ist auch Sinn und Zweck der Übung. Aber nach Zielbereichen darf er da jetzt hin und jetzt weiter nach unten, richtig. Nach Zielbereichen darf er genau dahin, sauber. Peter lernt seine Zielbereiche, das ist sein Sport geworden. Kann ich aber verstehen. Genau dahin und jetzt nochmal nach unten. Wir haben ja gesagt, diesen Spike nach unten hier darf er noch vollziehen. Oh, sehr schöne Analyse, eines der besten Webinare seit langem. Vielen Dank. Willst du mir sagen, dass die anderen rückwirkend schlecht waren? Ich habe verstanden.
So, haben wir jetzt irgendwelche News? Nee, ne? Wir gucken uns jetzt mal dieses Verhalten an. Da, zack, Zielbereich, Punktlandung. So, was haben wir gesagt? Er darf jetzt mit einem Spike wohin? Wer hat sich gemerkt, wo darf er jetzt mit dem Spike hin? Jo, wir haben gesagt, er soll auch mit einem Spike dahin. So, wie sagen wir immer, wozu sind unsere Seminare da? Wir müssen lernen, uns in die anderen Händler reinzudenken. Was tun die anderen Händler? Wo tun sie das? Und wenn sie das tun, was hat das für eine Auswirkung? Wie kann ich mir diese Auswirkung zunutze machen? So. Gehen wir mal auf dieses Thema. Und das noch ganz kurz und dann bin ich auch weg. Ist anstrengend, wenn man das auch noch alles erzählen muss, was man sonst denkt. Aber vielleicht sieht man jetzt auch mal, wie anstrengend es eigentlich ist, alles im Blick zu haben, alles zu analysieren und wirklich über die verschiedenen Charts, über die verschiedenen Zeitebenen zu gehen und sich so eine Sachen zu suchen. Sich so eine Setup zu suchen und dann vor allen Dingen auch die Fehler zu finden, die man gemacht hat. So wie ich die letzten 2, 3 Tage. Und dann findet man die Fehler und dann weiß man nämlich auch, was man das nächste Mal nicht tut. Da muss man sich eben einfach mal 1, 2, 3 Tage zurückziehen, mal die Finger aus dem Chart lassen und einfach mal gucken, wo man wieder Fuß fassen kann. So. Genau deswegen konzentrieren wir uns auf einen maximal zwei Märkte. Deswegen handeln wir den einen kurzfristig, nämlich den Euro und den DAX eher langfristig. So, wenn uns jetzt hier in diesem Bereich eine Umkehr gibt, also wir trennen uns jetzt mal von Euro Pro, weil so weit sind wir ja noch nicht. Wenn er hier in diesem Bereich, hier der ist die Limits geholt. Jetzt kann er noch mit einem Spike hier durch, hier drunter, bei der 42 liegen Stops, das muss ich wissen. Wenn ich mich darauf stürze, jetzt in diesem Bereich mir irgendwo eine Position zu holen, um diesen Kanal zu handeln. Ich brauche immer mein Regelwerk. Da. Kanal Unterkante. Zack, Punktlandung. Er darf jetzt noch mal ganz kurz durchschießen. Da drunter diese Stops holen, auch die Stops von dem Tief von gestern noch mal holen. Von denen, die ja schon mal optimistisch in den Markt geschossen sind, die Stops von denen holen, die hier schon Break-Even sind, nämlich die, die hier drüber sich haben einstoppen lassen, nach Vogt, nach Joe Ross, nach dem klassischen 1, 2, 3, die sie da einstoppen lassen haben und hier schon mal relativ weit vorne waren, hier dieses neue Hoch, Stops nachgezogen, die liegen jetzt hier irgendwo Break-Even, die dürfen jetzt oder könnten jetzt kurz geholt werden. Und dann müssen wir uns jetzt das Verhalten in der Stundenkerze anschauen, wie das läuft. Spike der hier runter und schließt da oben drüber, kann man es wagen. So, Unterkante, Punktlandung. Und wir sehen, wie der Kanal komischerweise hält. Erstmal dümpelt er da ja rum. Und jetzt, Jung, mach einen Spike hier runter, bitte, und bastel uns eine richtig schöne Umkehr. Da haben wir die 42. Klassiker, oder? So, wenn man jetzt will, kann man genau dieses Szenario, was wir jetzt gerade erklärt haben, kann man genau dieses Szenario versuchen, mit einer kleinen Position zu handeln, die kleine Long-Position hier rein. Das hat jetzt nichts mit Euro Pro zu tun, das hat nichts mit den, doch mit den Zielbereichen schon, weil das hier war jetzt ein Fake unter diesem Zielbereich, genau da drauf geschlossen und direkt zurückgeschossen. Die
Kombination aus dem, was wir gerade alles gesucht haben, was wir gerade alles analysiert haben, könnte einen dazu verleiten, sich jetzt hier eine kleine Long-Position aufzubauen, da alles darunter abgeräumt ist. Er ist jetzt aus dem Kanal raus, er hat das letzte Hoch bestätigt, er hat die Zielbereiche nach unten alle sauber abgearbeitet und wenn sich das hier als Fake rausstellt, dann darf er jetzt auch drehen und sollte sich nach oben durchfressen. Wir haben hier eine Long-Position mit dem kleinsten Risiko. So, jetzt müssen wir noch damit rechnen. Wir lassen uns ja einstoppen. Ich würde eventuell sogar mich nach den 5 Minuten einstoppen lassen. Aber wir sehen ja auch, wie nervös der auf einmal wird, wie der hier hin und her fegt. 10 Punkte in so einer Kerze hier. Die Bola spricht immer dafür, dass wir da gleich die Passiert-was-Karte gezogen haben. Und wir müssen, selbst wenn er jetzt anfängt zu laufen, den Stopp ein Stück tiefer haben. Wir müssen noch mit dem nachlaufenden Tief rechnen. Aber guckt euch an, Zielbereiche und die 1.1342. Wenn man sich so durch den Markt hangelt und so analysiert und dann auch danach handelt und nicht so eine Geschichten übersieht, wie sowas hier, dann ist man in der Regel auf der sicheren Seite. So, wir müssen trotzdem damit rechnen. Wir sind bei das Tief haben wir 1.1342.0. Punktlandung, oder? So, ich würde trotzdem noch hier, wenn ich hier klein anfange, das werde ich wahrscheinlich auch gleich tun, mit einem Stop von 10 Punkten darunter starten. Kleine Position und dann kann man die Long-Position hier starten, aber mit einem engen, mit einem 10-Punkte-Stop darunter. Wir müssen noch das nachlaufende Tief einplanen, dass von den Bullen, die jetzt hier in den Markt gelockt werden, dass die hier wieder rausgekegelt werden. Wir haben jetzt eine knappe Stunde analysiert. Also ich habe jetzt fast eine Stunde gelabert, um einfach mal die Denke nachzuvollziehen. Wenn man sich so eine Punkte, so eine längerfristigen Punkte erarbeiten will und an Tiefpunkten so eine Wendepunkte haben will, wenn man die erwischen will, dann muss man sich genau mit sowas hier befassen. Genau diese Märkte muss man sich genau so anschauen, um dann zu gucken, wo sind die markanten Punkte, wo treffen die größten Händlergruppen oder wo treffen die Händlergruppen überhaupt aufeinander, wo ist die Reaktion wahrscheinlich. Wenn jetzt so eine Aussage kommt bei 9,57, da hatten wir den Widerstand, der sollte jetzt halten, dann weiß er, dass der DAX auch bis dahin laufen darf und das Gap hat er dann auch geschlossen. Ne? Merkt euch jetzt dieses Szenario und guckt euch jetzt den Verlauf der Kurse an. Und ich hoffe, dass euch dann mein Gesabbel heute früh nicht zu dolle gelangweilt hat und dass der eine oder andere vielleicht sogar ein bisschen was mitnimmt für seinen Handel für den heutigen Tag. Und den Rest gucken wir uns dann heute Nachmittag an, wenn nichts dazwischen kommt. Stilian, ich habe irgendwie eine Mail bekommen, die liegt in der Bearbeitung, habe ich mich aber noch nicht mit befasst, werde ich aber nachher gleich tun, wenn das okay ist. Stilian K. So. Kann das nicht auch sein, dass er nach unten durchrauscht und die Korrektur auf Tagesbasis anfängt? Alles kann, nichts muss, wir sind an der Börse. Klar kann alles sein, aber wir suchen uns ja Wahrscheinlichkeiten raus, wo wir die sicheren oder sichereren Trades machen können. Das ist so eine Marke, die man sich
sag ich mal, rausholen kann, um so eine Wendepunkte zu erwischen. Gerade für die, die sich immer mal ganz gerne nicht nach Regelwerken richten, sondern Wendepunkte suchen. Das sind so eine Wendepunkte, die man sich dann suchen kann. Und wie man sieht, funktionieren die auf den Tick. Genau, wenn man versucht, sich in die anderen Händler reinzudenken. So, wer diese Nummer hier gemacht hat und sich hier einstoppen lassen hat, kann jetzt schon mal die Nummer auf Break-Even ziehen, sollte sich aber dann, wenn er hier unten ein neues Tief macht und wieder eine Umkehr macht, sofort wieder einkaufen in den Markt. Ausschlaggebend ist hier in dem Fall, dass wir in 5 Minuten den Aufwärtstrend haben. Im Moment eiert er hier zu viel hin und her. Okay, habe viel gelernt heute Morgen, sagt der Gerd. Das wäre ein tolles Lehrvideo für neue Kunden. Werbung für Zaungäste. Ja, dann macht doch Werbung für die Zaungäste. Danke für die Blumen. Der wird nicht sofort nach unten durchrauschen, sondern erst nach einer Korrektur. Sehr viel gelernt. Okay, dann werden wir das Ding jetzt beenden und werden es mal ablegen und konvertieren. Ihr findet das in circa einer Stunde in eurem Account. Und wir verabscheuen uns bis dahin und werden uns wohl dann heute Nachmittag wiedersehen, wenn nichts dazwischen kommt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis heute Nachmittag oder den einen oder anderen bis morgen früh. Okay? In diesem Sinne, tschüss, tschüss und moin, moin, euer Thorsten.